Tennis. Der ist das. Dieser Mann gaukelt seinen Opfern Liebe vor. Ich würde alles dafür tun, dass es dir gut geht. Doch dann nimmt er ihnen viel Geld ab und taucht ab. Wir wollen ihn finden. Are you in front of the window? Der Cookie ist ein Pferd, das ist kalt. Can you hear me? He's coming to the window now. Okay. Wo ist er und warum ist er nicht zu stoppen? Ich habe schon ewig kein Dating-Profil mehr angelegt. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da reinmachen soll. Guck mal, sowas. Hier will ich einem Betrüger eine Falle stellen. Und zwar dort, wo er sonst seine Opfer findet. Auf der Dating-Plattform Badoo. Dafür brauche ich ein Fake-Profil. Wie heiße ich? Sarah? Mit H hinten. Was ich arbeite. Ich könnte Lehrerin sein. Das würde ich hinkriegen. Seinen Opfern hat er über Monate etwas vorgespielt und ihnen am Ende Zehntausende Euro abgenommen. Alle Anzeigen gegen ihn liefen ins Leere. Los geht's. Das ist der Mann, den wir suchen. Von seinen Opfern weiß ich, dass er Magnus R. heißt, aber ziemlich sicher einen Nickname benutzt und immer andere Wohnorte angibt. Deshalb suchen wir deutschlandweit. Und ich weiß noch etwas. Er hat ein markantes Tattoo unterm Auge. Wir müssen es hier blurren. Ich glaube da nicht so richtig dran, dass wir den so schnell finden. Also der muss ja aktuell irgendwie ein Profil haben. Dann müssen wir den finden. Es sind ja hunderte Männer irgendwie. Mein Filter? Männer zwischen 25 und 30. Mir werden unzählige Profile angezeigt. Das heißt, du hast jetzt über 2000 Profile durchgeschaut? Ja. Aber es kommen auch noch sehr, sehr viele. Also. Hier sieht man mit dem Gesichtstattoo. Hä, ist der das? Der ist das. Also der hat hier auf dem Gesicht so ein Tattoo. Ist genau das gleiche. Der ist das. Nach nicht mal 30 Minuten haben wir ihn gefunden. Magnus kriegt jetzt ein Like von mir, beziehungsweise Mustache, wie er sich hier nennt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich schreibe Magnus eine Nachricht. Wird er anbeißen? Ich will wissen, ob er immer noch die gleiche Betrugsmasche abzieht. Wie die aussieht, erzählen mir seine Opfer. Paula habe ich in einem Forum für Opfer von Liebesbetrug gefunden. Sie will anonym bleiben, aus Scham und weil kaum jemand aus ihrem Umfeld ihre Geschichte kennt. Im Winter vor 2 Jahren lernt sie auf der Dating-Plattform Badoo Magnus kennen. Paula sucht damals einen Partner fürs Leben. Hast du irgendwann gedacht, Magnus könnte diese Person sein? Nach längerem ja, natürlich. Also er stellt sich schon so dar, er kümmert sich, er ruft an, er schreibt, er ist sehr fürsorglich. Ich würde alles dafür tun, dass es dir gut geht. Ich bin so froh, dass es dich gibt und dass wir uns gefunden haben. Mein Herz fängt an zu rasen, wenn ich dein süßes Lächeln sehe. Man fühlt sich geschmeichelt, dass man so eine Wirkung auf jemanden hat. Was Paula zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, gleichzeitig schreibt dieser Mann mit jemand anderem. Tobias. Auch er will anonym bleiben. Das Schönste war eigentlich, dass er mich jedes Mal wieder überrascht hat. Also es war dieses Vertraute irgendwo. Man hatte den Eindruck, man hat einen Seelenpartner gefunden. Mit dem kann ich mir eine Zukunft vorstellen. Tobias und Paula schwärmen beide für ihn. Magnus R., damals 23 Jahre, gebürtig aus Hessen. Er nutzt einen falschen Namen, stellt sich den beiden als Milan vor. Er erzählt, dass er ITler ist, viel arbeitet. Seine Eltern seien tot. Er habe nur noch seine Oma und einen Bruder. Beide werden später noch sehr wichtig in dieser Geschichte. Paula und Tobias telefonieren und videocallen wochenlang mit Magnus. Bald wird es ernster. Paula schreibt er: Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Wir haben die ganze Nacht durchgeschrieben, ab 1 in der Früh, glaube ich, bis 6 Uhr. Habe ich gesagt, es war Samstag oder Sonntag, habe ich gesagt, wir könnten eigentlich einen Kaffee trinken gehen.
bevor wir jetzt ins Bett gehen oder weiterschreiben, wie schaut es aus mit dem Kaffee? Dazu wird es aber nie kommen. Stattdessen wird Magnus sie und andere um viel Geld bringen. Die Ermittlungen werden eingestellt. Auch weil angeblich niemand, nicht mal die Polizei, seinen Aufenthaltsort finden kann. Ich warte darauf, dass er meine Nachricht auf der Plattform beantwortet. Ich logge mich mal ein. Er hat geantwortet. Echt? Ja. Hey Sarah, sehr charmant von dir, danke. Dein Lächeln gefällt mir auch und du hast eine tolle Ausstrahlung. Er ist in die Falle getappt. Der Start einer Recherche, bei der mein Privat- und mein Berufsleben extrem miteinander verschmelzen werden. Wie heißt du eigentlich? Ich bin der Magnus. Er benutzt also seinen echten Namen, anders als bei Paula und Tobias. Ihn hatte er sich damals als Milan vorgestellt. Normalerweise schreibe ich nicht so viel mit jemandem, aber mit dir zu schreiben, enjoy ich irgendwie voll. Ich kann so ein bisschen verstehen, warum die verschiedenen Opfer auf ihn reingefallen sind und ihm vertraut haben. Also der ist sehr einfühlsam, fragt jeden Morgen, wie es mir geht, wie ich geschlafen habe, wünscht mir jeden Abend gute Nacht. Hat gerade zum Beispiel geschrieben, ich freue mich immer von dir zu hören. Und immer wenn ich sehe, dass du geschrieben hast, habe ich ein breites Grinsen über beide Ohren im Gesicht. Also mir ein bisschen zu schnulzig, aber ich kann schon verstehen, wenn man es irgendwie ganz nett findet, wie er schreibt. Also es ist halt schon irgendwie ein bisschen absurd, mit jemandem zu schreiben, von dem du halt weißt, dass der so viele Menschen betrogen hat. Schreiben allein hilft aber nicht, ihn zu finden. Dafür muss ich ihm näher kommen. Telefonieren, Videocallen, irgendwie an mehr Infos kommen. In unserer Recherche haben wir erfahren, dass es in den letzten anderthalb Jahren mindestens 3 weitere Opfer gab. Und eine davon hat Magnus fast 50.000 Euro überwiesen. Solche hohen Summen bei Liebesbetrug sind aber kein Einzelfall. Bayern zum Beispiel erhebt, wie viel Geld Opfer an Liebesbetrüger überwiesen haben. 2021 waren das in Bayern 24.500 Euro pro Opfer. Wie viele Opfer es in Deutschland gibt, ist total schwer zu sagen, weil viele aus Scham erst gar keine Anzeige erstatten. Und auch nicht jedes Bundesland erhebt gesonderte Zahlen zu Liebesbetrug. Besonders stark gestiegen sind die Zahlen zum Beispiel in Hamburg. Hier gab es 2019 29 Anzeigen wegen Liebesbetrug. 2020 waren es fast 5-mal so viele Fälle, 142. Ein Jahr später noch mal mehr, 171. Und die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. In unserem Fall haben die Opfer Anzeige erstattet, aber die Ermittlungen wurden mittlerweile wieder eingestellt, weil der Täter nicht zu ermitteln sei. Doch anders als bei vielen anderen Fällen von Liebesbetrug haben wir es nicht mit einem Fake-Profil zu tun, sondern mit einem echten Menschen mit echten Fotos. Ich schreibe weiter mit Magnus. Er erzählt mir Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht stimmen. Meine Eltern sind gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Das tut mir wirklich sehr leid. Wer hat sich dann um dich gekümmert? Niemand. Ich war erst im Heim, aber das war schrecklich dort. Bist du denn Einzelkind oder hast du wenigstens noch deine Geschwister? Ich bin Einzelkind. Ich habe noch meine Oma, aber sonst niemanden. Und er ist Einzelkind. Das ist spannend. Das ist spannend, weil bisher wissen wir, bei den anderen Opfern war sein Bruder involviert. Das heißt, anscheinend ist sein Bruder nicht mehr Teil der Geschichte. Warum das so ist, erfahren wir noch. Nach einer Woche steht das erste Telefonat mit Magnus an. Ich bin voll gespannt, ob er jetzt irgendwie am Telefon noch mehr Lügen serviert, was er generell so erzählt, wie sich seine Stimme anhört. Er ruft tatsächlich an. Ich geh jetzt mal ran. Hi, schön, dich zu hören. Ich bleibe in meiner Rolle. Über eine Stunde telefonieren wir miteinander. Er erzählt mir wilde Geschichten. Mhm. Oh Gott. Mit so einer großen Granate wurde die angegriffen. Crazy. Wie Tobias erzählt Magnus auch mir, dass er Fallschirmjäger gewesen sei. War angeblich im Einsatz in Afghanistan. Aber sind da viele gestorben? Sein bester Freund sei bei dem Angriff gefallen, 2015. Ich kenne mich kaum aus. Im ersten Moment hört sich das für mich alles glaubhaft an. Doch wir haben bei Soldaten der Fallschirmjäger-Einheit nachgefragt, bei der er angeblich gewesen sein soll.
und bei Afghanistan-Veteranen. Keiner von ihnen kennt Magnus. Und 2015 sind gar keine deutschen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan mehr gefallen. Magnus erzählt also seine Lügen, wie bei Tobias und Paula. Seine Betrugsmasche startet aber jetzt erst so richtig. Irgendwann kam die Nachricht so, oje, meine Oma hat mich gerade angerufen, sie ist gestürzt, sie braucht einen Krankenwagen und er hat einen Flug gebucht. Zu seiner Oma in Bulgarien. Das Ticket schickt Magnus Paula sogar. Ein Flug von Frankfurt nach Sofia, offenbar gefälscht. Fast zeitgleich erzählt Magnus Tobias die gleiche Geschichte. Ich war natürlich erstmal entsetzt, habe ihn beruhigt und so weiter. Ich so, jetzt fliegst du erstmal hin, bleib mal ganz ruhig. Ne? Da hat man sich natürlich dann auch Sorgen gemacht. Ab da schickt Magnus immer wieder Bilder und Videos. Hier soll der Hof seiner Oma liegen. Jetzt, anderthalb Jahre später, bin ich mit Magnus in Kontakt. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Magnus. Er hat mir geschrieben, hey, ich habe einen Anruf von meiner Oma bekommen und sie ist arg gestürzt. Ich muss jetzt erstmal schnell zu ihr und mich kümmern. Krass. Ey, wir schreiben seit 2,5 Wochen und jetzt beginnt schon die Oma-Geschichte. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell geht. Und ja, ich schätze mal, dass er mir jetzt erzählen wird, dass er nach Bulgarien muss, zu seiner Oma. Abends bin ich eigentlich unterwegs mit FreundInnen. Dann eine Nachricht von Magnus. Ich bin fast da in der Nähe von Lviv. Hä, in der Ukraine oder wie? Hä? Das irritiert mich jetzt irgendwie voll. Weil bisher war die Geschichte immer, dass er nach Bulgarien muss. Und jetzt spricht er von Lviv. Er weicht von der Geschichte ab, die er den anderen Opfern erzählt hat. Wir haben keine Ahnung mehr, wo er sich wirklich aufhält. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob er in den nächsten Tagen mit mir auch einen Videocall machen würde. Weil dann kann ich so ein bisschen schauen, wie die Umgebung dort aussieht und ob er immer noch dort ist, wie bei den letzten Malen, bei den anderen Opfern. Mit deren Gefühlen spielt Magnus damals weiter. Also es standen ja schon Planungen an, wie wir wollen, wenn er zu dem Zeitpunkt wieder in Deutschland ist und wir uns gesehen haben in der Zukunft, ein Haus anschauen, dann gegebenenfalls ein Haus kaufen, weil mit der Prämie, die er durch seinen Job bekommt, ist es locker drin. Aber in Bulgarien gibt es Komplikationen. Beim Sturz hat die Oma sich angeblich die Hüfte gebrochen und muss operiert werden. Ich habe null Ahnung, was die Krankenhausrechnung kosten wird. Und wenig später muss auch noch ein kaputtes Dach auf dem Hof seiner Oma repariert werden. So, mein Schatz, Dachdecker waren jetzt da. Die haben mir zwar ein günstigeres Angebot gemacht, ist aber trotzdem teurer als gedacht. Magnus behauptet damals, sein Bargeld gehe ihm aus. Sein Bruder hat ihm zwar seine EC-Karte geschickt, aber auch da sei nicht genug Geld drauf. Irgendwann kam während eines Videocalls so die Frage, ja, kannst du es vielleicht auslegen? Umgerechnet 7.000 Euro. Dachreparatur für ein ganzes Scheunendach. Obwohl Paula selbst gerade arbeitssuchend ist und wenig Geld hat, überlegt sie, ihm das Geld zu überweisen. Wer will nicht seinen Partner, wenn der irgendwo in Schwierigkeit ist, helfen? Auch von Tobias will Magnus Geld haben. 2.000 Euro. Es ist so, ein Druck ist aufgekommen. Ne? Er braucht jetzt das Geld, er hat auch Druck aufgebaut. Paula und Tobias erzählen, dass sie in der Zeit auch Kontakt zu Magnus' Bruder Jonas hatten. Am Telefon und im Chat wollte er sie überzeugen, Magnus das Geld zu schicken, sagen sie. Sie bekämen es wieder, sobald Magnus zurück in Deutschland ist. Irgendwann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich lege das Geld aus. Tobias überweist 2.000, Paula 7.000 Euro. Beide an Magnus' Bruder Jonas. Bald darauf wird Magnus den Kontakt abbrechen. Das mag als Außenstehender jetzt alles wahnsinnig naiv klingen, aber ich glaube, man muss verstehen, dass Magnus diesen Betrug wirklich gut vorbereitet hat. Er hat zum Beispiel sehr früh erzählt, dass er viel Geld verdient. So konnten die Opfer eigentlich davon ausgehen, dass sie das Geld schnell wiederbekommen, wenn sie ihm was leihen. Und ansonsten hat Magnus den beiden auch generell keinen Grund gegeben, ihm zu misstrauen. Wie weit Magnus bei uns gehen wird, wissen wir noch nicht. Erstmal steht mein erster Videocall mit ihm an. Darauf haben wir gewartet. Vielleicht eine Möglichkeit, mehr über seinen Aufenthaltsort herauszubekommen. Er sagt Ukraine. Wir glauben eher Bulgarien.
Das ist für mich der erste Moment in dieser Recherche, in der ich ein bisschen nervös werde. Einfach weil er mir halt gleich so in die Augen schaut. Okay, es geht los. Hallo. Ich zeichne unseren Call auf. Seinen Ton nehme ich nicht auf. Das darf ich aus rechtlichen Gründen nicht. Im Call fällt mir aber direkt was auf. Es ist ja schon voll dunkel bei euch. Ach ja, klar, du warst eine Stunde später, ne? In Deutschland ist er also definitiv nicht. Dunkel ist es zu dem Zeitpunkt aber sowohl in der Ukraine als auch in Bulgarien. Der Hinweis ist also nicht so hilfreich, wie ich im ersten Moment dachte. Aber dann schüttet sich Magnus während des Videocalls noch Wasser ein. Aus einer Flasche mit einem Logo drauf. Nur Mini-Hinweis, aber man erkennt auf jeden Fall hier, dass irgendwie DE hier drauf steht und hier oben irgendwie sowas Grünes. Da. Da ist es. Und hier ist sie auch spitz und da ist es auch rund. Und hier oben ist es so grün. Es ist tatsächlich eine Wassermarke aus Bulgarien. Krass. Zerrätet einfach so eine Wasserflasche. Ein paar Tage später zeigt Magnus mir ein Gebäck. Angeblich typisch ukrainisch. Wir übersetzen die Schrift mit Hilfe einer App. Genau das hatte dir erzählt. Es ist bulgarisch. Donut mit Kakaocreme. Jetzt sind wir uns sicher. Magnus ist tatsächlich in Bulgarien und nicht in der Ukraine. So. Die Frage ist nur, wo? Bulgarien ist groß. Paula und Tobias erstatten damals Anzeige und fangen an zu recherchieren. Magnus hatte beiden vom selben Arbeitgeber erzählt. Den rufen sie unabhängig voneinander an und finden sich so gegenseitig. Nun recherchieren sie gemeinsam. Was für mich auch wichtig ist, dass nicht weitere Leute drauf reinfallen. Das ist meine Motivation, dass das nicht weiterhin passiert. Sie finden neue Dating-Profile von ihrem mutmaßlichen Betrüger. Er ist also immer noch aktiv. Bald finden sie auch seinen echten Namen heraus. Magnus R. Ihn hat er sich ja damals als Milan vorgestellt. Und sie finden weitere Opfer von Magnus. Den hat er sogar seinen echten Ausweis geschickt, als Absicherung für die Überweisungen. Sie analysieren die Fotos, die er ihnen geschickt hat, und vermuten ihn im Osten von Bulgarien. All diese Infos geben die beiden an die Ermittlungsbehörden weiter. Sie denken, damit werden die Magnus finden. Anderthalb Jahre nach dem Betrug wollen wir wissen, wie der Stand ist und bitten die Münchner Staatsanwaltschaft um ein Interview. Was kam da für mir? Von der Staatsanwaltschaft München. Die schreiben, dass das Verfahren sich nicht für ein Interview eignet, weil wohl schnell ersichtlich war, dass keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze zu erwarten sind. Was? Wieso denn? In einer Mail heißt es, das Verfahren wurde eingestellt, da der bzw. die Täter der Betrugstat nicht zu ermitteln waren. Aber wir wissen doch, wer er ist. Wir kennen seine wahre Identität. Auch in anderen Fällen. Ja. Ermittlungen eingestellt. Heute noch Tage, wo ich zu Hause sitze und mir denke, ich könnte mich in der Ecke verkriechen und einfach nur heulen, weil man sich so alleine gelassen fühlt von der Justiz. Um rauszufinden, wo er sich wirklich in Bulgarien aufhält, hätten die Staatsanwaltschaften Hilfe bei bulgarischen Behörden beantragen können. Ob sie das gemacht haben, wissen wir nicht, weil wir von ihnen keine Infos dazu bekommen haben. Aktuell wird nur gegen Jonas, also gegen Magnus' Bruder, ermittelt, wegen Geldwäsche. Zu ihm werden wir später noch kommen. Aber Magnus, wo auch immer er steckt, kann offenbar einfach weitermachen. Jetzt packt uns der Ehrgeiz. Also es gibt tatsächlich ein Programm, SunCalc heißt es. Und da kann man anhand des Sonnenuntergangs und des Schattens den Ort rausfinden. Deshalb rufe ich Magnus heute schon am späten Nachmittag an und versuche zu beobachten, wann die Sonne bei ihm untergeht. Danach versuche ich es mit dem Programm. Ich kann es ja jetzt nicht genau bestimmen, ab welchem Moment spricht man vom Sonnenuntergang, ne? Am Ende können wir den Westen von Bulgarien ausschließen, mehr aber nicht. Wir brauchen konkretere Hinweise, Fotos. Unsere Idee? Ein Spaziergang. Ich glaube, ich gehe später mal spazieren. Magst du mitkommen und wir Videocallen dabei? Ja, sollte klappen.
bin. Also ich hoffe, dass ich irgendwie vielleicht ein Kennzeichen von einem Auto sehe oder irgendwie einen Straßennamen oder so. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Auf jeden Fall rufe ich ihn jetzt mal an und gehe mal ein Rundchen spazieren hier. Magnus und ich gehen am Ende eine Stunde spazieren. Er fällt voll auf meine Taktik rein und zeigt mir die Umgebung. Hier zum Beispiel eine verlassene Schule, sagt er. Vielleicht können wir damit später was anfangen. Er geht sogar mit mir einkaufen. Und da ist es wieder, das bulgarische Wasser. Und immer wieder die Aussicht rund um seinen Hof. Dann wird's dunkel. Seine Eingangstür kann ich nicht mehr erkennen. Also ich bin ganz guter Dinge, dass wir jetzt mit den Daten oder den Bildern, die ich jetzt heute gesehen habe, noch mal einen Schritt weiterkommen und eventuell schon herausfinden können, in welchem Ort er sich aufhält. Wir suchen auf Google Maps und merken, wir wissen gar nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen. Auch der Supermarkt scheint ein kleiner Laden zu sein, keine Kette. Der Optimismus nach dem Spaziergang ist verflogen. Ich ziehe einen Kollegen in Bulgarien hinzu. Hi. Hello. Yeah, nice to meet you. Dimitar hat herausgefunden, dass Magnus tatsächlich 2018 nach Bulgarien eingereist ist. Mehr weiß er nicht. Aber er kennt sich vor Ort aus. Ich zeige ihm Bilder aus meinem Call mit Magnus. Erkennt er die Gebäude oder die Bergketten? It's typical for us. Everywhere we have mountain. Okay. The place can be everywhere in Bulgaria. Thank you very much. And thank Überall in Bulgarien. Das ist der Tiefpunkt unserer Recherche. Aber dann haben wir eine Idee. Geogesser. Das sind Leute, die extrem gut darin sind, Orte auf Google Maps zu finden. Anhand von wenigen Details. Ein Hobby. Einen von ihnen rufen wir an. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Er nennt sich Kodiak und ist wahrscheinlich einer der besten Geogesser in Deutschland. Er will uns helfen, einfach so. Wir teilen unsere Hinweise mit ihm. Der Strommast, der hatte auch nicht dieses typische ex-sowjetische oben. Der ist ja eher rund hier. Ja, die gibt es tatsächlich in Bulgarien. Ich zeige ihm noch mehr Bilder und das Video vom Spaziergang mit Magnus. Was glaubst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr was findet? Bulgarien ist klein genug, dass man die Berge finden kann, da bin ich mir ziemlich sicher. Also echt? Mit ein bisschen Zeit und wenn ich noch ein paar Leute dazu hole, dann sollte das eigentlich findbar sein. Auch wenn Kodiak optimistisch klang, darauf verlassen, dass das klappt, können wir uns nicht. Deshalb bin ich weiter mit Magnus in Kontakt. Ich wünsche dir eine gute Nacht und süße Träume. Ich wäre jetzt echt gern bei dir. Ich hab dich lieb. Ganz dolle. Ja, weiß nicht. Irgendwie ekelt mich das gerade voll an, weil ich so denke, boah, der spielt so krass mit den Emotionen von seinen Opfern. Seit knapp 5 Wochen chatte ich schon undercover mit ihm. Und so langsam reicht's mir. Also, das ist echt eine Recherche, die an die Substanz geht. Aber es geht weiter. Auch seine Lügen. Was sagst du mal deiner Oma? Mittlerweile hat die angeblich auch noch Blutkrebs. Wie geht's dir? Dieselbe Geschichte wie damals bei den Opfern. Und dann erzählt Magnus mir, er muss aus dem Dorf evakuiert werden. Angeblich wegen des Krieges in der Ukraine, wo er ja überhaupt nicht ist. Wo bist du jetzt untergekommen? In der nächstgelegenen Stadt, sagt er. Ein paar Tage später ruft er mich per Videocall aber tatsächlich von einem anderen Ort an. Und er zeigt mir die Aussicht. Neues Material für uns. Was mich natürlich jetzt interessiert ist, was ist das für ein Ort? Und da sind jetzt schon sehr viele, so viele kleine Häuser. Keine Ahnung, ob wir damit jetzt weiterkommen. Er war aber auf jeden Fall an einem anderen Ort. Kodiak, der Geogesser, hat gerade geschrieben. Wir haben das Dorf schon. Wir müssen den Hof finden. No way! Das muss ich mir anschauen und schalte mich zu der Besprechung der Geogesser. Entscheidend war dieses Foto. Das hat Magnus seinen Opfern damals geschickt. Vor allem hier dieser See, den sollte man ja auch finden können.
habe einen See, dahinter ist eine Zuglinie und dahinter sind so Hügel sehr nah dran. In der Nähe von diesem See entdecken sie dann die verlassene Schule, die Magnus mir beim Spazierengehen gezeigt hat. Da sieht man dann hier in der Ferne, sieht man dann das Gebäude. Da hatten wir dieses Bild gestern, hier dieses aus dem Video. Und da konnte man dann ja ganz gut erkennen. Ich find's wahnsinnig krass, dass ihr das aus diesem Videomaterial rausgefischt habt. Ab der Schule verfolgen sie Magnus' Weg, suchen selbst im Dunkeln nach Hinweisen. Mach mal Stopp kurz. Er guckt jetzt entfernt, dass ich gerade wieder von der Laterne. Das ist dieser weiße Punkt auf der Karte, die ich gesehen habe. Schaffen Sie es so bis zu seiner Haustür? Okay, da würdest du jetzt sagen, da wohnt. Genau. Den Hof haben wir jetzt also. Aber als ich heute mit Magnus telefoniert habe, war er ja nicht dort. Er hat mir einen Ausblick aus einem Wohnhaus gezeigt. Nach dem suchen die Geogesser jetzt auch noch. Ich glaube nicht, dass das der Ort ist, oder? Das passt von den Häusern nicht. Die sind zu eng aneinander. Ich glaube, das ist das hier. Das Gebäude, du hast jetzt das Gebäude von einem Screenshot innerhalb von einer Minute. Alter, das ist so krass. Er behauptet irgendwie, er wurde, keine Ahnung, wohin evakuiert und eigentlich ist er nur 15 Kilometer am nächsten Ort ein Dorf. Aber ob Magnus wirklich dort wohnt, das wollen wir vor Ort prüfen. Ob wir selbst hinfahren, wissen wir noch nicht. Es könnte zu gefährlich sein. Dann erfahren wir, es gab eine Wohnungsdurchsuchung. Nicht bei Magnus, sondern bei seinem Bruder Jonas. An sein Konto hatten Paula und Tobias Geld für Magnus überwiesen. Wir haben Jonas geschrieben, ohne Hoffnung, dass er antwortet. Dann die Überraschung. Er will uns treffen. Ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen, was Magnus' Bruder uns sagen möchte, was er uns erzählen wird, ob er vielleicht alles gesteht, dass er Teil seiner Betrugsmasche war oder ob er sich erklären möchte. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde unter anderem Jonas' Handy konfisziert. Die Ermittlungen gegen Magnus bleiben aber weiter eingestellt. Gut, dass Sie es ja gefunden haben. Linie Witzmann, hallo. Hallo. Für mich ist es die Chance, mal meine Sicht zu schildern. Jonas gibt zu, dass Geld von fremden Menschen für seinen Bruder Magnus auf seinem Konto gelandet ist. Und das nicht nur einmal. Haben Sie ungefähr eine Schätzung, wie viele Menschen das waren? Wahrscheinlich so zwischen 5 bis 10 Leute, schätze ich mal. Genauer würde er sich nicht erinnern, behauptet Jonas. Das Geld habe er dann abgehoben und bar an einen Freund von Magnus gegeben. Dass er damit mutmaßlich Geld von mehreren Betrugsfällen gewaschen hat, das habe er nicht gewusst. Ja, ich habe ein komisches Gefühl dabei gehabt, aber ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn ich mit meinem Bruder spreche. Mhm. Und mein Bruder kann auch innerhalb von einer Sekunde umdrehen und massiv, aggressiv, impulsiv sein. Für keinen erkennbaren Grund gewalttätig werden. Sehr, sehr manipulativ werden. Und deswegen sagt man, okay, weißt du was, ich will es gar nicht so genau wissen, aber ich mache das, was du willst. Jonas habe erst in diesem Jahr den Kontakt zu seinem Bruder abgebrochen. Das könnte auch erklären, warum Magnus mir erzählt hat, er sei Einzelkind. Und die neueren Opfer haben alle an Magnus selbst und nicht mehr an Jonas überwiesen. Jetzt ist es so, dass es Opfer gibt, die sagen, die hatten Kontakt mit ihnen. Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt. Ich erkläre mir das so, dass entweder mein Bruder oder der Kumpel von meinem Bruder in meinem Namen telefoniert und geschrieben haben, weil ich weiß, dass ich mit niemandem telefoniert oder geschrieben habe. Wir können nicht sagen, ob das alles stimmt, was Jonas sagt und welche Rolle er wirklich spielte. Das wird vor Gericht geklärt werden müssen. Ein paar Tage nach dem Call mit den Geogessern fragen wir unseren bulgarischen Kollegen Dimitar, ob er die Koordinaten überprüfen kann. Okay, I'm very, very, very excited. Wir haben ja jetzt herausgefunden, wo in Bulgarien Magnus sich vermutlich aufhält. Wir haben eine Wohnung von ihm gefunden und auch einen Hof. Und unser Kontakt aus Bulgarien, Dimitar, der ist gerade auf dem Weg dorthin, um beide Standorte einmal zu überprüfen und zu schauen, ob er zum Beispiel auf dem Klingelschild seinen Nachnamen findet oder ob er Magnus vielleicht sogar sieht. Ich muss zuerst herausfinden, wo Magnus gerade ist. Auf dem Hof oder in der Wohnung. Dafür rufe ich ihn gleich per Videocall an. Meine Kollegin Hanna ist mit Dimitar in Bulgarien in Verbindung. Sie gibt ihm Anweisungen.
I will send you a message as soon as Lenya is on the phone with him. Hannah ist in einem anderen Raum, kann mich aber über eine Videoverbindung sehen und hören. Wenn Magnus in der Wohnung ist, soll ich ein Zeichen geben. Daumen hoch. Finally, wir haben es geschafft. Wie geht's dir? Er ist in der Wohnung. So, Lenya is on the phone with him and he is in the flat. Hello. Yes, so you're actually couple of meters away from him probably right now. Dimitar soll während des Videocalls mit Magnus unten klingeln, damit ich das höre und weiß, ob er wirklich hier wohnt. Doch dann das. Okay, neue Taktik. Wir haben jetzt gerade diskutiert, dass Lenya vielleicht Magnus überreden kann, ihr nochmal den Ausblick zu zeigen. Und wenn er das Handy aus dem Fenster hält, dann müsste Dimitar das von außen ja auch sehen können. Das heißt, sie wird ihn das jetzt gleich fragen. Dimitar positioniert sich jetzt. Are you in front of the window? Yes, I'm in front of the window right now. Facing towards the street, right? Yes. Okay, wait. Wie ist heute deine Aussicht? Ja. Du musst immer mir am Aussicht zeigen. Ich find's immer voll schön. Dimitar? Yes. Can you hear me? He's coming to the window now. Okay. Can you see him? No, I can't see no one. He's opening the window now. He's opening the window. I saw him. You saw him? Wow. Yes, he's there. Okay. Okay, krass. Okay, wir haben ihn. Ciao. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Krass, ich habe es nur im Chat irgendwie mit einem Auge mitgelesen. Das heißt, Magnus hat das Fenster aufgemacht und Dimitar hat es gesehen. Das heißt, wir wissen jetzt, welche Wohnung es ist. Krass, ich guck mal gerade. Hier ist er. Ach krass, wir haben es sogar auf Handy. Wir haben es sogar auf Foto. Und jetzt ist der Moment, wo ich denke, wahrscheinlich Montag oder so werden wir ihn konfrontieren. Und dann muss ich nie wieder mit ihm videotelefonieren. 2 Tage später. Es ist soweit. Meine Kollegin Sina, die in den letzten Wochen meist hinter der Kamera war, ist dabei, um mich zu unterstützen. Ich werde Magnus sagen, dass ich Journalistin bin. Ich will ihn fragen, warum er sich in Bulgarien versteckt und was er zu den Vorwürfen der Opfer sagt. War ehrlicherweise in diesem ganzen Zeitraum, in dem wir jetzt dazu recherchiert haben, noch nie so nervös wie jetzt gerade. Und bin aber total gespannt, ob er sofort auflegt oder ob er mit uns spricht. Es geht los. Hallo. Na? Zuerst mache ich noch ein bisschen Smalltalk, um ihn dann zu konfrontieren mit dem, was ich über ihn weiß. Pass auf, ich habe nämlich von mehreren Menschen gehört, dass du denen die gleiche Geschichte erzählt hast mit dieser kranken Oma wie mir. Magnus fragt nur, wieso? Weil ich nicht nur du mir was vorgespielt hast, sondern auch ich. Ich bin nicht Lehrerin, sondern Journalistin und arbeite für Steuerung F vom NDR und habe das von mehreren Menschen in einer Recherche erfahren und habe deshalb so ein paar Fragen an dich. Aufgelegt. Wir schicken Magnus unsere Fragen. Sie werden zugestellt und dann blockiert er uns. Wir haben die Informationen, die wir durch die Recherche gewonnen haben, an die Opfer weitergegeben. Die haben die ermittelnden Behörden informiert. Was jetzt passiert, ist nicht mehr unsere Aufgabe. Man könnte ja meinen, wir hätten Magnus einen Schrecken eingejagt, aber er scheint einfach weiterzumachen. Kurz bevor dieser Film online geht, haben wir nämlich erfahren, dass Magnus anscheinend versucht hat, einer weiteren Person viel Geld abzuzocken. Und das, nachdem wir uns als JournalistInnen geoutet haben. Wir haben sogar noch ein weiteres aktives Profil von ihm gefunden. Seid ihr schon mal auf einen Betrüger reingefallen? Schreibt uns das mal in die Kommentare.
Wenn ihr noch mehr Filme zu Liebe und Betrug sehen wollt, dann schaut euch doch mal diesen Film von uns an. Da war meine Kollegin Nadja undercover als Chatschreiberin unterwegs. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was hinter den weirden Instagram-Sexbot-Nachrichten steckt, dann klickt mal hier. Unsere KollegInnen von der News WG haben versucht, das rauszufinden und sind dabei selbst zu Sexbots geworden.